Entschuldigung. Servus. Wie heißt denn du und was studierst du? Mein Name ist Paulus Ferdinand, Freiherr von Walder, und ich studiere in der schönen rechtswissenschaftlichen Fakultät. Und Sie? Nein, ich studiere nichts. Aber kannst mich ruhig duzen, gell? Nein, danke. Okay. Prolet. Entschuldigung. Servus. Servus. Wie heißt du und was studierst du? Ich bin der Lukas Scheindl und ich gehe seitdem ja auf die FH. Und, wie waren die ersten Wochen? Super, also was mir urtaugt hat, waren die Kennenlerntage. Wir haben Kennenlerntage gemacht und da war ich, also ich war schon ein bisschen nervös auch davor. Wieso das? Naja, weil ich habe, wegen der Zimmereinteilung, weil ich habe halt gehofft, dass ich mit dem Peter, der Peter ist mein bester Freund, dass ich mit dem Peter ins Zimmer komme, aber ich hätte fast, wäre ich mit dem Alex ins Zimmer gekommen und der fladert mir immer mein Pausengeld und dann weiß ich nicht, wie meine Wurstsemmeln kaufen soll, deswegen war ich unnervös. Hi. Wie heißt du und was studierst du? Hallo, ich bin die Anna Thorax und ich habe im Sommer den MEDAT geschafft, also werde ich Ärztin. Sehr cool, gratuliere dir. Beim ersten Antritt gleich? Nein, beim fünften, aber es war der erste, wofür ich so wirklich gelernt habe, also ja. Wie schaut es aus im Studium? Läuft es gut? Aktuell bin ich im 11. Semester. Ich muss sagen, dass mir die 5.2 ein größerer Dorn im Auge ist. Mhm. Aber wenn ich es mit dem, vielleicht lasse ich es auch einfach mit dem Jus-Studium, werde Bundeskanzler, nicht? Heutzutage ist das ja möglich. Ja. Ach, aber jetzt, die Woche war gut, die Tage? Ja, jetzt ist super. Also vor allem heute, muss ich erzählen. Ich habe der Helena einen Zettel gegeben und habe sie gefragt, ob sie mit mir zusammen sein will. Mhm. Und sie hat bei Jan einen vielleicht auf vielleicht angekreuzt. Gratuliere. Also muss ich schauen, was jetzt geht. Ja. Und sonst ist, das Problem ist halt, die Frau Lehrer hat es gesehen. Ja. Okay, Frau Lehrer hat es urgesehen und hat mir ins Mitteilungsheft geschrieben und die Mama muss jetzt unterschreiben. Okay, jetzt auch. Und wie gefällt sie bis jetzt? Ja, ganz. Sag mal, hast du das öfter? Was jetzt? Den Husten, hast du das öfter? Das sage ich eigentlich immer, ja. Das könnte ein expiratorisches Trieder sein. Kannst du bitte kurz dein Leibel für mich raufgeben? Nein, ich will keinen Stress. Bitte gib dein Leibel kurz rauf. Es ist wichtig. Gib bitte dein Leibel kurz rauf. Passt schon, gell? Nein, dann machen wir es doch nicht. Das ist schlimm. Oh nein, der Tachiker, die auch. Du hast mir gefallen? Schau es mir kurz rein. Das ist wie, ich glaube, das ist eigentlich lächerlich. Ey, die sind ja nicht mal mehr Isocore. Legst dich kurz hin? Nein. Leg dich bitte kurz hin. Wirklich nicht. Komm. Wirklich nicht? Mach einfach nur. Aber dann geh bitte zum anderen Arzt auch. Ja, werde ich machen. Verspreche ich dir, okay. Und Halloween steht vor der Tür. Was hast du geplant? Wie verkleidest du dich? Als ernstzunehmender Jurist werde ich mich natürlich nicht verkleiden. Verkleiden ist in meinen Augen etwas für Kinder und Menschen, die ihre erbärmliche Existenz verleugnen wollen. Aber jetzt steht Halloween vor der Tür, freust du dich? Was ziehst du an? Ich freue mich schon ur. Ich weiß noch nicht genau, was ich anziehe, weil die FH hat noch kein offizielles Thema rausgegeben. Mhm. Aber es ist durchgesickert, dass es Cowboy-Indianer ist. Also gehe ich wahrscheinlich entweder als Winnetou oder als Old Shatterhand. Nice. Ja. Na, da freue ich mich. Ja. Jetzt kommt jetzt Halloween, was ziehst du an? Sexy Krankenschwester? Sexy Krankenschwester? Meine Eltern sind Ärzte, ich werde Ärztin. Ich gehe vielleicht als sexy Ärztin, aber noch nicht als sexy Krankenschwester. Entschuldigung, also das wollte ich jetzt nicht beleidigen.